weil es um politische Morde geht, die anders dargestellt werden in der offiziellen Version, als sie sich tatsächlich ereignet haben. Am späten Abend des 28. Februar 1986 wird in einer eiskalten Winternacht der schwedische Premierminister Olof Palme mitten in Stockholm auf offener Straße erschossen. Ein Einzeltäter, so die offizielle Version. Am späten Vormittag des 11. Oktober 1987 wird der tote ehemalige Ministerpräsident Uwe Barschel in einer Badewanne des Genfer Hotels Beau Rivage aufgefunden, in einer Wanne voller Wasser. Ein Selbstmord. Deutsche Stellen üben Druck auf Schweizer Behörden aus, den Fall als Suizid darzustellen. Und knapp 10 Jahre später, 1986, wird der frühere CIA-Chef William Colby am Strand des Potomac angeschwemmt. 7 Tage, nachdem er verschwunden ist. Ein Bootsunfall, so heißt es. In keinem einzigen Fall wird anständig ermittelt und es gibt berechtigte Zweifel in allen 3 Fällen an der offiziellen Version. Robert Huckabee und ich, wir haben diese berechtigten Zweifel einmal zusammengestellt, weiter recherchiert, eigenes Material dazugetan und wir kommen zu anderen Ergebnissen. Wir sagen, Olof Palme ist nicht von einem Einzeltäter ermordet worden, sondern von einer organisierten Gruppe. Dem stimmt inzwischen auch der neue schwedische Generalstaatsanwalt zu. Er sagt, probably special forces, wahrscheinlich eine militärische Spezialeinheit, die dahinter steckt. Wir sagen, Uwe Barschel ist nicht durch Freitod ums Leben gekommen, sondern durch fremde Hand, durch Fremdeinwirkung. Das belegen in meinen Augen die Obduktionsergebnisse. Und bei William Colby gibt es ebenfalls viele Hinweise darauf, dass es sich hier nicht um einen Bootsunfall gehandelt haben kann, sondern um ein Verbrechen. In allen 3 Fällen ein organisiertes Verbrechen, also organisierte Kriminalität, und in allen 3 Fällen ein politisches Verbrechen, also Staatskriminalität. Und darum geht es in diesem Buch. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass alle 3 Fälle, der Tod von Uwe Barschel, der Mord an Olof Palme und der angebliche Bootsunfall des CIA-Chefs William Colby, miteinander zusammenhängen. Und der Zusammenhang ist die Iran-Contra-Affäre, eine Verschwörung, die durch Untersuchungsausschüsse des amerikanischen Kongresses belegt worden ist. Iran-Contra, das heißt, Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben die Amerikaner versucht, mittels einer illegalen Geheimoperation 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sie wollten die von den Iranern festgehaltenen mehr als 50 Geiseln in Teheran frei bekommen, indem sie trotz eines Embargos gegen das Mullah-Regime Waffen an den Iran geliefert haben, der sich damals im Krieg mit dem Irak befand. Und die Erlöse aus diesen Waffengeschäften haben sie benutzt, um trotz eines Verbotes des US-Kongresses die antisandinistischen Contras in Nicaragua hochzurüsten. Das ist der Zusammenhang der Affäre. Diese Affäre ist belegt und ein großer Teil dieser Affäre wurde gar nicht ermittelt. Einfach deswegen, weil die US-Ermittler sich konzentriert haben auf die Zusammenhänge in den Vereinigten Staaten. Aber Teile der CIA haben diese Geschäfte so gemacht, dass die brisanten Geschäfte über Drittstaaten abgewickelt worden waren. Zentrale Drittstaaten waren Schweden und die Bundesrepublik Deutschland. Wenn man sich mit früheren leitenden Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes unterhält, dann kann man am Ende dieser Gespräche den Eindruck gewinnen, Geheimdienste seien ein sehr bürokratischer Haufen von Menschen, die einen Antrag beim Bundestag oder bei dem zuständigen Parlament stellen müssen, wenn sie 8-Mai-Käfer fangen wollten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Curveball, die Quelle im Irak, die Angaben gemacht hat, falsche Angaben, über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak. Angaben, mit denen der völkerrechtswidrige Angriffskrieg
gegen Saddam Hussein gerechtfertigt worden ist. Das war eine Quelle des Bundesnachrichtendienstes. Und die Führung des Bundesnachrichtendienstes hat diese Falschinformation weitergegeben an die US-Seite mit dem Hinweis, die Quelle sei verlässlich, man habe nur keine weiteren Quellen, um dies zu belegen. Und man sieht an den Angriffen auf aktuelle Journalisten, dass die Auseinandersetzung mit Geheimdiensten hochbrisant und hochaktuell ist. Wir haben einen deutschen Inlandsgeheimdienst, dessen Spitze offenbar die AfD beraten hat. Wir haben einen deutschen Inlandsgeheimdienst, der durch seine Zahlungen im Grunde genommen indirekt die Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds erst möglich gemacht hat. Denn die V-Mann-Honorare für den Thüringer Heimatschutz haben erst zum Aufbau des Thüringer Heimatschutzes und damit in den NSU geführt. Die politischen Morde, die auf Geheimdienste zurückgehen, sind nicht weniger geworden, sondern sie halten weiter an. Und wir zeigen an drei historischen Beispielen, wie Geheimdienste arbeiten, wie sie vorgehen und vor allem auch, wie sie vertuschen.